In diesem Video möchte ich zeigen, wie ich die Online-Leistungskontrolle vom 6. Juni im Sommersemester 2021 gelöst hätte. Ich gebe zu, das ist jetzt natürlich aus studentischer Sicht nicht super realistisch, weil ich habe mir ja auch die Aufgaben für diese Leistungskontrolle ausgedacht. Nichtsdestotrotz kenne ich die Zahlenwerte nicht, die gleich kommen. Ich werde gleich im Versuch starten. Ich will kurz zeigen, was ich mir für Software hier bereitgelegt habe. Ich habe MATLAB mit der Kommandozeile, mit einem Editor und ich habe ein kleines Programm, wo ich mir ein paar Notizen machen kann. Und jetzt fängt es auch schon an. Ich klicke mal auf Versuch beginnen. Ja, ich schaue mir den in der Vorschau an. Nichtsdestotrotz sollte es genauso funktionieren wie beim echten Test. Wir haben einen ohmsch induktiven Verbraucher, bestehend aus einem Widerstand und einer Induktivität in Reihenschaltung und da gibt es eine bestimmte Spannung mit einem Effektivwert, mit einer Frequenz und jetzt ist nach der Wirkleistung gefragt, die in diesem Verbraucher umgesetzt wird. So, ich weiß natürlich vorher, dass diese ähnliche Aufgabe noch ein paar Mal kommen wird, deswegen schreibe ich mir die ganzen Werte gleich mal in ein Skript hier im Editor rein. Also wir haben Widerstand von 9 Ohm, wir haben eine Induktivität von 66 Milli, das sind 10 Ohm minus 10 hoch minus 3, dann haben wir eine Spannung mit 223 Volt Effektivwert und eine Frequenz von 42 Hertz. Aus der Frequenz kann man jetzt natürlich 2 mal Pi mal F eine Kreisfrequenz ausrechnen. Naja, wie kommen wir auf die Wirkleistung? Die Wirkleistung ist der Realteil der komplexen Scheinleistung. Die komplexe Scheinleistung ergibt sich aus Spannung mal dem Konjugiertkomplexen des Stromzeigers, wenn das ruhende Effektivwertzeiger sind. Also bräuchten wir erstmal den Strom. Um den Strom rauszubekommen, brauchen wir die Impedanz. Und die Impedanz dieser Reinschaltung ist halt die Impedanz von dem Widerstand und die Impedanz von der Induktivität. Das ist J mal Omega mal L. Jetzt wird MATLAB gleich meckern und sagen, hier das J sollen wir noch durch 1i ersetzen. Das können wir ja machen. Dann können wir den Strom ausrechnen. Der ergibt sich aus U durch Z. Das ist das ohmsche Gesetz im Komplexen. Und dann kann man die komplexe Scheinleistung ausrechnen. Das ist U mal das Konjugiertkomplexe von dem Strom. Und dann ergibt sich die Wirkleistung aus dem Realteil dieser komplexen Scheinleistung. So, das speichere ich mir mal ab als R und L in Reihe. Ups. So, da habe ich noch danach auf der Tastatur ein paar falsche Tasten aus Versehen gedrückt. Und jetzt können wir uns natürlich die Wirkleistung anschauen. 1,16 kW. Das nehme ich jetzt einfach mal, kopiere das hier runter. Ich muss hier den Komma, den Punkt durch ein Komma ersetzen und prüfe das und das passt. Also nächste Aufgabe. Wir haben eine Parallelschaltung aus einem Widerstand und einer Kapazität. Ich brauche also mal ein neues Skript. Ein Widerstand mit 151 Ohm, eine Kapazität mit 23 Mikrofarad, das sind 10 hoch minus 6. Eine Stromquelle mit einem bestimmten Effektivwert 0,6 Ampere und eine Frequenz von 59 Hertz. Und es ist gefragt, wie groß ist der Scheinleitwert, also der Betrag der komplexen Impedanz dieser Parallelschaltung. So, die Admittanz einer Parallelschaltung ergibt sich aus der Summe der Einzeladmittanzen. Die Admittanz von dem Widerstand ist 1 durch R. Die Admittanz von der Kapazität ist J mal Omega mal C. Dann brauchen wir aber immer noch das Omega. Das ist 2 mal Pi mal F. So, und das 1i kann wieder anstelle des J benutzt werden. Und dann ist das schon das Y. Ich speichere auch das mal ab als R und C parallel, weil ich vermute, dass diese Aufgabe mit diesen Werten noch ein paar Mal kommt, mit anderen Fragestellungen darunter. Und der Betrag der komplexen Impedanz ist ABS von Y. Und das ist jetzt ein recht kleiner Wert, der sollte aber trotzdem hier innerhalb der Genauigkeit plus minus 1% liegen. Und das passt auch. Also nächste Frage. Ein Widerstand, also wieder eine neue Frage, ich brauche mal wieder ein neues Skript. Ein Widerstand
mit 4,6 Ohm, ein Kondensator mit 8 Mikrofarad, das sind wieder 10 hoch minus 6 und eine Spule mit 25 Millihenry, das sind wieder 10 hoch minus 3, bilden einen Reinschwingkreis. Wie groß ist die Resonanzkreisfrequenz? Die Resonanzkreisfrequenz Omega R ergibt sich aus 1 durch der Wurzel von L mal C. Und das soll es eigentlich schon sein. Das nenne ich mal Reihenresonanzkreis. Und dann können wir das Omega R uns anschauen, was das für einen Zahlenwert hat. Das sind 2200 oder 2,2 Kilo 1 durch Sekunde oder Radiant pro Sekunde. Der Punkt muss wieder durch ein Komma ersetzt werden. Das stimmt. Okay, nächste Frage. Wir haben wieder diese Aufgabe mit diesen Zahlenwerten. Und jetzt ist nach der Blindleistung gefragt. Okay, die Blindleistung ist der Imaginärteil der komplexen Scheinleistung. Hier haben wir glücklicherweise schon mal ausgerechnet. Kann ich das Skript einfach ausführen, Q mir ausgeben lassen. Und dann sind das 2,25 Kilovolt Ampere reaktiv. Das passt. Nächste Frage. Die gleiche Aufgabe. Wie groß ist der Scheinleitwert, also der Betrag der komplexen Admittanz dieser Reinschaltung? Die Impedanz haben wir ja schon. Die Admittanz ist das Inverse der Impedanz, 1 durch Z. Lasse ich das mal ausrechnen. Und der Betrag der Admittanz ist dann dieses hier. Punkt durch Komma ersetzen. Prüfen, das passt. Nächste Frage. Oh, wieder die gleiche Frage. Wie groß ist der Leistungsfaktor dieses Verbrauchers? Okay, das können wir, glaube ich, gleich in der Kommandozeile lösen. Da brauchen wir erstmal Phi, also den Winkel der Impedanz. Das ist der Winkel und davon den Kosinus. Das ist der Leistungsfaktor. Kosinus Phi sind 0,4591. Punkt durch Komma ersetzen, passt. Nächste Frage. Wieder die gleiche Aufgabe. Wie groß ist der Effektivwert des Spannungsabfalls über den Widerstand in dieser Reihenschaltung? Das schreit nach Spannungsteilerregel. Und da können wir diese Teilspannung ausrechnen aus dem Teilwiderstand durch den Gesamtwiderstand. Das ist die Impedanz der Reihenschaltung mal die Gesamtspannung. Das ausrechnen und dann brauchen wir ja nur den Effektivwert davon, also den Betrag davon. Und das sind 102,37 Volt. Punkt durch Komma ersetzen, prüfen, das passt. Okay, nächste Aufgabe. Das ist wieder der Reinschwingkreis. Muss ich mir mal das Skript vorsuchen von dem Reinschwingkreis. Wie groß ist die absolute Bandbreite B Omega in der Einheit Radiant pro Sekunde? Das B Omega ergibt sich aus R durch L und kommt dann in Radiant pro Sekunde raus. Können wir ausrechnen und das auf der Kommandozeile ausgeben lassen, sind 184. Das hätte man, vielleicht auch im Kopf rechnen können, vielleicht auch nicht. Das passt. Okay, nächste Frage. Ein zeitlich veränderlicher Strom, das schreit nach einer neuen Aufgabe, nach einem neuen Skript, ist 5 Millisekunden lang 8 Ampere groß, dann für eine bestimmte Zeit minus 10 Ampere groß und dann 7 Millisekunden lang minus 6 Ampere groß. Danach wiederholt sich der Strom periodisch. Wie groß ist der Mittelwert? Jetzt müsste man sozusagen über den Strom integrieren und durch die Periodendauer teilen. Und da der Strom ja abschnittsweise immer konstant ist, kann man dieses Integral recht einfach ausrechnen. Ich nehme mal den Mittelwert MW. Also das wäre 5 Millisekunden, ich schreibe mal ruhig Millisekunden hin. 5 Millisekunden mal 8 Ampere. Dann hätten wir 9 Millisekunden. Mal minus 10 Ampere, die schreibe ich mal lieber in Klammern, mal minus 10, plus 7 Millisekunden mal minus 6 Ampere.
So, das ist jetzt die Zeile hier ein bisschen kurz. Das ist sozusagen das Integral über den Strom, ne? Immer Zeit mal Amplitude, Zeit mal Amplitude, Zeit mal Amplitude. Und das muss jetzt durch die Periodendauer geteilt werden. Und die Periodendauer ist einfach die Summe dieser Zeiten. Also das plus die 9 Millisekunden plus die 7 Millisekunden. Und dann stellen wir fest, okay, die Milli hätten wir uns an der Stelle auch sparen können. Die kürzen sich jetzt sowieso raus. Und das nenne ich mal einfach Strom. Und dann können wir den Mittelwert uns ausgeben lassen. Der ist minus 4,3. Das erscheint auch sinnvoll, weil der Strom ja hier eine ganze Zeit negativ ist und dann nochmal eine ganze Zeit negativ ist und ein bisschen kürzere Zeit positiv. Da kann der Mittelwert auch ruhig negativ sein. So, Punkt durch Komma ersetzen, prüfen. Das passt. Das ist der Mittelwert. Okay, dann kommt wieder die Resonanzkreisaufgabe. Da kann ich mir wieder das Skript vom Resonanzkreis anschauen. Wie groß ist die Resonanzfrequenz in Hertz? Die Resonanzkreisfrequenz haben wir ja schon. Die Resonanzfrequenz bekommen wir raus, indem wir Omega nehmen und durch 2 und Pi teilen. Laufen lassen, Wert ausgeben, 355 Hertz. Punkt durch Komma ersetzen, prüfen, passt. Nächste Frage. Wieder der Reihenschwingkreis. Wie groß ist die Güte? Okay, die Güte kann man ausrechnen aus 1 durch R mal die Wurzel von L durch C. Ja. Und können uns die Güte ausgeben lassen, 12,15. Wieder den Punkt durch Komma ersetzen, langsam wird das lästig. Und das stimmt. Okay, nächste Frage. Wieder der ohmsch induktive Verbraucher. Wie groß ist der Phasenwinkel bzw. das Argument der komplexen Impedanz? Das hatten wir schon mal so in der Art. Ich nehme nochmal dieses Skript hier. Die Impedanz ist das Set, der Phasenwinkel davon ist Engel. Und jetzt soll ja aber in Grad angegeben werden. Also müssen wir das, was da rauskommt, das ist nämlich in Radiant mal 180 durch Pi rechnen. Und dann sind das 62,7 Grad rund. Was ja für ein positiver Winkel zwischen 0 und 90 für eine ohmsch induktive Schaltung plausibel klingt. Und das ist auch richtig. Die nächste Frage bezieht sich wieder auf diese Parallelschaltung von R und C. Nee, halt, das ist eine neue Schaltung, das ist eine neue Aufgabe. Da muss ich nochmal ein neues Skript aufmachen. Ein Widerstand mit 15 Ohm und eine Kapazität mit 15 Millifarad, das sind 10 hoch minus 3, sollen in Reihe geschaltet sein. Und jetzt ist eine duale Schaltung gesucht. Und die duale Schaltung ist natürlich ein Widerstand bzw. ein Leitwert oder halt ein Widerstand und eine Induktivität dann parallel. Und die Admittanz dieser dualen Schaltung in der Einheit Siemens soll fünfmal so groß sein wie die Impedanz der Originalschaltung in der Einheit Ohm. Wie groß ist die Induktivität? Okay, dafür ist vielleicht noch mal eine ganz kleine Skizze gar nicht so verkehrt. Also in der Originalschaltung haben wir einen Widerstand und eine Kapazität in Reihe. Und wenn wir davon das Z aufschreiben, dann ist das R plus 1 durch J Omega C. So, und jetzt in der dualen Schaltung haben wir einen Widerstand, respektive einen Leitwert und eine Induktivität parallel. Und davon die Admittanz der dualen Schaltung ist dann natürlich G dual, der duale Leitwert plus die Admittanz von der Induktivität und das ist 1 durch J Omega LD. Und jetzt soll die Admittanz fünfmal so groß sein wie die Impedanz der Originalschaltung. Also das YD soll fünfmal so groß sein wie die Impedanz der Originalschaltung.
Und zwar die Admittanz soll in der Einheit Siemens gegeben sein. Wenn ich das Siemens hier rüber multipliziere, steht hier ein Siemens. Und hier steht ja durch Ohm, wenn ich aus 1 durch Ohm Siemens mache, steht hier hinter der 5 noch ein 5 Siemens Quadrat. So, und jetzt kann man einfach sagen, also an das hier muss ich jetzt noch 5 Siemens Quadrat dran schreiben. Und wenn ich das hier auf der Seite mache, muss ich hier auch 5 Siemens Quadrat dran schreiben und an der Stelle irgendwie auch 5 Siemens Quadrat. Ich mache mal die 1 ein bisschen weg und schreibe mal 5 Siemens Quadrat hin. Und dann sehen wir, dass jetzt, damit das passt, damit das wirklich das gleiche ist, muss jetzt das genauso groß sein wie das. Und das hier muss genauso groß sein wie das. Also muss, wie groß ist die Induktivität in der dualen Schaltung? Die Induktivität ergibt sich aus dem C durch 5 Siemens Quadrat, also C durch 5. L dual ist C durch 5. Und naja, wenn wir da Millifarad reingeben, dann kriegen wir auch Millihenry raus, wenn das hier die eine Siemens Quadrat hat. Das nenne ich mal dual. Und dann können wir gucken, wie groß ist das LD. Das sind 0,003. Da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Das ist ein sehr kleiner Wert. Obwohl, das passt ja. Das passt ja auch so exakt. 15 durch 5. Okay, das sind 0,03. So, halt, aber wir haben das jetzt hier in Farad angegeben. Das heißt, das hier kommt jetzt auch in Henry raus. Das heißt, das sind 3 Millihenry natürlich. Das hätte man jetzt einfach im Kopf rechnen können. 15 durch 5 kommt 3 raus. Prüfen wir das. Das passt. Okay, nächste Frage. Die Parallelschaltung. Das war diese Werte hier. Wie groß ist der Phasenwinkel bzw. das Argument der komplexen Admittanz? Die hatten wir hier schon ausgerechnet. Lass ich das nochmal laufen. Und der Winkel von Y in Grad muss nochmal 180 durch Pi gerechnet werden. Dann sollten das 52,16 Grad sein. Und das passt auch. Nächste Frage. Es ist wieder der Ohmsche Induktive. Wir sind ungefähr bei der Hälfte angekommen. 15. Frage. Es sind 30 Fragen. Der Ohmsche Induktive Verbraucher. Wie groß ist der Phasenwinkel der komplexen Admittanz? Die hatten wir auch schon ausgerechnet. Da kann ich jetzt einfach die Werte durchlaufen lassen und das Ergebnis ausgeben. Mit der Funktion von vorher. Ohmsche Induktive Schaltung ist der Phasenwinkel natürlich negativ. Das passt auch. Dann haben wir wieder die Parallelschaltung. Wie groß ist der Blindwiderstand? Der Blindwiderstand, die Reaktanz der Kapazität, das steht eigentlich noch nicht so richtig da. Das nenne ich mal XC und das ist einfach 1 durch Omega durch C oder 1 durch Omega mal C in Klammern in der Einheit Ohm. Und das sind 117,3 Ohm rund. Und das passt. Nächste Frage. Wieder der ohmsche induktive Verbraucher. Oh, und jetzt ist die Frage, welcher Blindwiderstand muss einen Kondensator haben, den man dem Verbraucher parallel schaltet, damit der Leistungsfaktor auf 1 erhöht wird? Also schauen wir uns erstmal hier das an. Die Blindleistung hatten wir schon ausgerechnet. Das war die induktive Blindleistung. Die muss jetzt natürlich durch kapazitive Blindleistung kompensiert werden. Und kapazitive Blindleistung QC ergibt sich aus der Spannung, die dann über dem Kondensator abfällt zum Quadrat. Das sind hier die 223 Volt, geteilt durch das XC. Und das XC suchen wir jetzt. Das ist der Blindwiderstand. Wenn wir das XC suchen, dann müssen wir, und wenn der Leistungsfaktor 1 sein soll, dann muss das genauso groß sein wie die induktive Blindleistung, die wir hier schon ausgerechnet haben. Also um XC rauszubekommen, müssen wir einfach die Spannung,
zum Quadrat durch das schon bestimmte q rechnen. Also xc ergibt sich aus u Quadrat durch q. Dann können wir das ausrechnen, den Wert ausgeben und dann sind das rund 22 Ohm. Und das ist richtig. Nächste Frage, gleiche Aufgabe. Wie groß ist der Effektivwert des Stromes? Den Strom haben wir hier schon ausgerechnet. Da können wir einfach den Betrag von dem Strom ausgeben. 11,37 Ampere. Das ist richtig. Dann haben wir wieder die Parallelschaltung. Wie groß ist der Effektivwert der Spannung, der über dieser Parallelschaltung abfällt? Die Spannung haben wir hier noch nicht ausgerechnet, aber wir haben ja die Admittanz und wir haben den Strom. Und dann ergibt sich die Spannung U ist I durch Y. Genau, U ist R mal I oder U ist Z mal I und Z ist 1 durch Y. Da sollte so die Spannung rauskommen. Und dann können wir uns den Effektivwert der Spannung ausgeben lassen. Das sind 55,6 Volt. Komma durch Punkt ersetzen, prüfen, passt. Nächste Aufgabe ist, wir sind im letzten Drittel, 20. Frage. Wir haben wieder den Reihenschwingkreis. Und da ist die Frage, wie groß ist die absolute Bandbreite BF in der Einheit Hertz? Das B Omega haben wir schon ausgerechnet, da können wir auch das BF ausrechnen. Das ist einfach wieder das B Omega geteilt durch 2 mal Pi. Kann das ausrechnen lassen und das Ergebnis ausgeben und dann sind das 29,3 Hertz. Und das passt. Nächste Aufgabe bezieht sich wieder auf die Reihenschaltung. Und jetzt ist gefragt, wie groß ist der Effektivwert des Spannungsabfalls über der Induktivität, die Teilspannung über der Induktivität. Da können wir wieder eine Spannungsteilerregel nehmen und können sagen, die Impedanz von der Induktivität ist J Omega L. Dann können wir geteilt durch die Gesamtimpedanz mal die Gesamtspannung, die Teilspannung über der Induktivität ausrechnen. Und jetzt brauchen wir nur den Effektivwert davon. Das ist wieder der Betrag dieses komplexen Zeigers. Das sind 198 Volt. Und das passt. Dann haben wir wieder die Parallelschaltung. Und suchen jetzt in der Parallelschaltung den Effektivwert des Stromes durch die Kapazität. Das schreit so ein bisschen nach Stromteilerregel. Oder wir können das auch so machen, dass wir sagen, wir haben jetzt schon die Spannung ausgerechnet über dieser Parallelschaltung. Dann kriegen wir auch den Strom durch die Kapazität raus. I ist U durch XC, XC haben wir auch schon ausgerechnet, U haben wir auch, also U durch XC sollte uns den Strom durch die Kapazität geben. Ups, da nenne ich das mal noch lieber IC und nicht I. Und dann ist das IC natürlich ein komplexer Zeiger, wir brauchen jetzt nur den Effektivwert, also wieder den Betrag davon. Das sind knapp 0,5, das könnte auch stimmen, weil insgesamt fließen ja 0,6 Ampere. Prüfen wir das mal, das passt auch. Nächste Frage ist wieder die Reihenschaltung. Wie groß ist der Blindwiderstand der Induktivität? Der steckt hier oben in dem Z natürlich schon drin, den kann ich nochmal explizit ausrechnen. Das ist einfach Omega mal L. Lass das mal durchlaufen. Dann haben wir da das XL, das sind 17,4 Ohm. Kopiere das, füge das ein, ersetze Punkt durch ein Komma und das passt. Nächste Aufgabe ist wieder die gleiche Fragestellung. Jetzt ist gefragt, wie groß muss der Kondensator sein, den man dem Verbraucher parallel schaltet, der den Leistungsfaktor auf 1 erhöht. Wir hatten ja glücklicherweise schon mal den Blindwiderstand von dieser Kapazität ausgerechnet und der Blindwiderstand von der Kapazität, das ist ja 1 durch
Omega C. Also können wir das nach dem C umstellen und dann ist das 1 durch Omega XC. Also C ist 1 durch Omega durch XC. Und lassen das durchlaufen und dann kommt daraus, C ist so groß. Also natürlich sehr klein, mal 10 hoch minus 4. Jetzt muss ich mal den Browser wieder suchen. Und das soll jetzt in Mikrofarad angegeben werden. Also müssen wir das C mal noch nehmen und mal 10 hoch 6 rechnen, damit da Mikrofarad rauskommen. Dann sind das 171,7. Und das passt. Dann haben wir wieder die gleiche Aufgabe. Dann ist gefragt, welche Scheinleistung hat das? Die haben wir schon fast ausgerechnet. Wir haben ja die komplexe Leistung, die komplexe Scheinleistung. Der Betrag von der ist einfach die Scheinleistung. Das sind dann 2,5 Kilovolt Ampere oder 2536 Volt Ampere. Das passt. Dann haben wir wieder die Parallelschaltung. Und es ist gefragt, wie groß ist der Effektivwert des Stromes durch den Widerstand? Den Effektivwert des Stromes durch die Kapazität hatten wir schon ausgerechnet. Dann können wir das genauso auch mit dem Widerstand machen. Ohmsches Gesetz, I ist U durch R. Könnte man jetzt auch mit Stromteilerregeln machen, aber so geht das auch. Und wenn wir den Effektivwert haben wollen, brauchen wir davon den Betrag. 0,36 oder 368 Milliampere, das passt. Dann haben wir nochmal die Aufgabe, diesen zeitlich veränderlichen Strom, jetzt ist nach dem Effektivwert gefragt. Und da kann ich jetzt eigentlich diese Formel einfach nehmen und kopieren und mir überlegen, wie rechne ich denn den Effektivwert aus. Ich muss über das Quadrat des Stromes integrieren. Also in jedem Zeitabschnitt, wo der Strom konstant ist, einfach den Strom quadrieren, mal der Zeit rechnen. Das wäre immer noch das Integral, die Fläche unter dieser quadrierten Kurve durch die Zeit teilen und am Ende von dem ganzen Teil die Wurzel nehmen, sodass da halt wieder Ampere rauskommt und nicht Ampere Quadrat. Und dann rechne ich das mal aus und zeige mir den Effektivwert an. Und dann ist der natürlich positiv und naja, wenn ja mal 8 Ampere mal 10 und mal 6 Ampere vom betragsmäßig groß ist, kann da halt schon irgendwas so um die 8 rauskommen. Das passt auch. So, die vorvorletzte Frage. Wir haben wieder den Reihenschwingkreis und jetzt ist nach der relativen Bandbreite gesucht. Die relative Bandbreite ist einfach das Reziproke von der Güte. Können wir ausrechnen. Den Wert ausgeben lassen, 0,008, Punkt durch Komma ersetzen, prüfen, sollte passen, passt. Vorletzte Frage, wieder die duale Schaltungsaufgabe und jetzt ist nach dem Leitwert in der dualen Schaltung gefragt, dass wir hier oben der Leitwert ist einfach 5 Siemens Quadrat mal den Widerstand. 5 mal 15, das kann man auch im Kopf rechnen, ist 45. Ich mache es jetzt mal der Vollständigkeit halber hier trotzdem im MATLAB und lassen mir das ausgeben. Nicht mal 3, 15 mal 5, 75, nicht 45. So, prüfen. Man soll ja nicht leichtsinnig werden bei der vorletzten Frage. Passt. So, letzte Frage. Es geht wieder um den ohmsch induktiven Verbraucher R und L in Reihe. Und jetzt ist gefragt, wie groß ist der Scheinwiderstand, also der Betrag der komplexen Impedanz dieser Reihenschaltung. Die komplexe Impedanz, die hatten wir hier schon mal ausgerechnet. Da lasse ich das mal laufen und dann brauche ich davon den Betrag. Und das sind 19,6 Ohm. Punkt ein letztes Mal durch ein Komma ersetzen, prüfen, passt. Versuche abschließen, alle Fragen richtig, Abgabe, passt. Verbrauchte Zeit 29 Minuten,
keine schlechte Zeit mit nebenbei ein paar Sachen dazu erklären. Als Student, als Studentin hatte man präzise 90 Minuten Zeit, also dreimal so lang, um über jede Aufgabe nachzudenken. Das sollte meiner Meinung nach machbar sein, wenn man, naja, zum Beispiel eben die Zahlenrechnung nicht mit einem altertümlichen Taschenrechner macht, sondern dafür schlaue Computerprogramme wie Octave oder MATLAB benutzt.